entkomme den rennenden Kopfaugen. Ey, yo, mach kein Auge. Heute battlen wir uns nämlich in den verschiedensten Leveln gegen ein böses Auge, welches uns verfolgt. Alter, sind das viele Augen. Und ob wir es schaffen, während dem Riesenauge zu entkommen und alle Level zu bestreiten, das werden wir heute zusammen herausfinden. Und damit, hey Freunde, schön, dass du dich eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Es gibt jetzt meine eigenen brandneuen Sentex-Kuscheltiere im Shop. Ihr habt richtig gehört, mich gibt es jetzt als Stofftier, welches du dir für dein eigenes Zimmer und für zu Hause holen kannst. Schnapp dir also jetzt als einer der ersten das brandneue Sentex-Kuscheltier und erhalte bei jeder Bestellung eine kostenlose Autogrammkarte dazu auf merchme.shop/Sentex. Und Freunde, wir spielen mal heute zusammen Escape the Running Head Eyes, wo wir einem Riesenauge entkommen müssen. Und es gibt hier verschiedene Stufen. Ihr seht es, und hier ist Stufe 1, Level 1. Da würde ich sagen, okay, wir machen kein Auge und springen direkt. Wow, ab geht es. Blub. Mal schauen, wie groß das Auge sein wird. Und es wird natürlich mit jedem Level immer schwieriger. Das bedeutet, am Anfang ist es noch relativ einfach. Und wir werden hier durch. Oh, Russian, war dein Auge? Yo, da kommen einfach Augen raus. Alles klar, alles klar. Upp, schnell hier. Wow, weiter durch. Gluck, gluck. Ey, mach mal hin da vorne. Peil dich mal. Okay, wohin müssen wir jetzt als nächstes? Wir schwimmen mal hier ab nach oben. Ah, hier ist eine Leiter. Na, alles klar. Atme tief durch und denke über eine Strategie nach. Wie vermeide ich sie? Aha, wir haben mir als ein Auge. Schönen guten Tag, Auge. Mein Name ist Sentex. Oh mein Gott, schafft er es? Schafft er es? Was? Er hat es geschafft? Okay, okay. Das Auge ist abgelenkt. Ey, yo, mach kein Auge. Oh Gott. Okay, wir müssen jetzt irgendwie an dem Auge vorbei. Komm hoch. Wir müssen, glaube ich, warten, bis es hochkommt. Schaut mal, wie der uns anguckt. Und ich glaube, oh, 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 oh mein Gott. Wir sind die Welt gekommen. Tschüss. Ab geht es. Oh, das war richtig knapp, ey. Ich spüre eine neue Bedrohung. Bist du bereit? Du hast immer noch Energie? Es geht doch gerade erst los, ey. Natürlich habe ich noch Energie. Und oh, ich habe ein neues Auge. Dieses Auge ist schneller als das erste, kann aber nicht springen. Alles klar. Okay, das bedeutet, wir müssen wahrscheinlich hier nach unten. Komm, komm, komm nach unten und jetzt hochspringen. Ja, Kollege, das war wohl nichts, ne? Tschüss. Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder. Was steht hier? Springe. Alles klar, ich muss hier einmal durch. Perfekt, da sind wir auch einmal durchgekommen. Wenn du nicht schnell genug bist, um hinter ihnen zu kommen, verwende einen der Graben links und rechts und warte, bis sie verschwindet. Okay, okidoki, ich weiß Bescheid. Dann würde ich sagen, wir gehen hier hin. Ist hier irgendwo ein Auge? Ich sehe keinen. Da ist das Auge. Und wir können es immer hier verstecken. Oder wir können einfach durchrennen. Und wir haben es geschafft. Level 2. Ab geht es. Das bedeutet, das erste Level haben wir erfolgreich bestanden. Ich weiß gar nicht, wie weit es geht. Ich glaube, hier bis 10 Level oder irgendwie so. Die Brücke der Kirschblüten. Yo, der ist am Updancen mit einem Auge als Kopf, ja. Oh ja. Und das Game erinnert mich wirklich an andere Spiele, wo man so riesengroßen Köpfen entkommen musste. Zum Beispiel Escape Huggy Wuggy Head oder irgendwie sowas. Nur, dass man jetzt keinen Köpfen, sondern, oh, rest in peace an dich. Nur, dass man jetzt hier Äuglein entkommen muss. So, was müssen wir jetzt machen? Müssen wir jetzt einfach hier runterspringen? Irgendwie, wow. Es passiert absolut gar nichts. Oder müssen wir jetzt hier runterspringen? Oder, hier geht es runter. Oh mein Gott, ist das ein Labyrinth? Oh mein Gott, ich werde zerquetscht. Hilfe! Eine Wand verfolgt mich. Schnell, Kollege, komm, wir müssen wegrennen. Wo geht es entlang? Ich weiß es auch nicht. Wow, wo kommt die denn? Okay, wo ist jetzt hier der Ausgang? Sind wir überhaupt hier? Moin, richtig oder... hier. Nein. Oh, wir haben es gerade so geschafft. Okay, weiter geht es. Boah, was ist das denn? Ich glaube, das ist jetzt bis jetzt das größte Auge, was wir jemals gesehen haben. So, Achtung, Achtung, das Auge verfolgt. Wow, die. Und das ist unsere Chance. Ey, Kollege. Kollege, ich muss durch. War schön, Sie kennengelernt zu haben. Oh, der macht auf jeden Fall Auge, der Typ. Der ist ja riesengroß. Wir müssen jetzt hier an der Seite vorbei. Und wohin müssen wir? Alles klar. Müssen wir da reinspringen? Okay, er springt da rein. Müssen wir jetzt hier durch? Wir müssen anscheinend hier durchspringen. So, das ist ja hier easy peasy hier. Wir dürfen nicht auf die lilanen Laser. Perfekt. Checkpoint. Yo, was geht denn hier? Es wird immer und immer krasser. Das sind die Augen. Wir haben ja gelernt, die sind sehr schnell, aber sie können nicht springen. Das bedeutet, hey, kleiner Mann, ich muss einmal durch. Boah, perfekt. Und er ist runter. Er ist runtergefallen wegen uns. Der Arme. Sorry, wollte ich nicht. Und es geht immer und immer weiter. Wow.
Oh mein Gott, ab nach oben. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Das sind diese roten Augen. Und die kommen aus den Röhren raus. Und der kann nicht springen wieder. So, das bedeutet... Oh, komm. Nein, nein, er hat uns runtergeschubst. Es wird immer und immer schwieriger. Und das ist erst Level 2. Junge, was soll denn bitte Level 10 oder so sein? So, das rote Auge lassen wir vorbei. Und jetzt, Freunde... Renn. Oh, gerade noch so haben wir es geschafft. Das große Auge sieht dich nicht, wenn du da unten bist. Versuche aufzusteigen, wenn er weg ist. Alles klar, das bedeutet, er kann uns nicht sehen, wenn wir runtergehen. Wo ist denn das große Auge? Ah, ich verstehe. Das bedeutet, es ist jetzt... Alles klar. Da. Wir müssen jetzt hier runtergehen. So geht's ganz, ganz schnell, Freunde. Und wir müssen uns irgendwie hier verstecken. Oh, schaffen wir es einfach so? Wir haben es einfach so geschafft. Ab geht es in Level Nummer 3. Yeah. Ab geht es. Sehr, sehr gut. Das bedeutet, die ersten zwei Level waren auf jeden Fall, ja, relativ einfach. Paar Mal gefailt. Aber bis jetzt konnte uns das Auge nicht schnappen. Oh ja, Freunde. Wie findet ihr eigentlich meine wunderschönen Augen? So diese schwarzen Olivenaugen hier. So, wir gehen mal runter. In Level 3. Ab geht es. Und, oh, was haben wir jetzt hier am Start? Gehe nicht auf Blumen oder du wirst Konsequenzen haben. Hm, alles klar, ich werde nichts berühren. Moin, Hallöchen, schönen guten Tag. Na und, wow, alles klar, ich glaube, der ist auf eine Blume gedreht. Ha, das sind die Gärtner, die so wie einer tritt auf meine Blumen. Die haben ja alle alles genauestens im Auge. Ja, Freunde. Das bedeutet, bloß nicht auf die Blumen. Oh, wird er auf die Blumen treten? Nee, rennt hier einfach durch. Er rennt einfach über das Gras durch. Das hätte er nicht tun sollen. Aber wir sind natürlich lieb, Freunde. Wir tun nichts und deswegen tun uns die Augen selbstverständlich auch nicht. So, wir klettern hier weiter nach oben und oh, jetzt kommen aus diesen Röhren hier wieder diese roten Ohraugen. Das war knapp. So, wir müssen warten vielleicht kurz. Ja, und jetzt geht es weiter. Und unten sind, glaube ich, neue Augen, ne? So schwarz Augen mit roten Pupillen. So, was steht jetzt hier? Ich muss einmal lesen. Achtung. Finde den richtigen Moment, um die weißen Augen zu vermeiden und warte, bis das letzte Auge fertig ist. Okay, dann würde ich sagen, wir müssen auf den richtigen Moment warten, bis die weißen Augen vorbei sind. Hallo? Schönen guten Tag. Ich muss einmal... Nein, durch! Nein, über den Zebrastreifen! Achtung! Oh mein Gott! Alle verfolgen uns! Nein. Wohin müssen wir? Nein! So knapp doch vor. Können wir nicht einfach durchrennen, Freunde? Wir probieren es mal so. Aber sie machen uns ja immer so ein bisschen Damage. Oh nein. Nein, ich werde verfolgt von Augen. Oh, schnell. Wir können sogar hier links in die Ecke. Aber wir rennen durch. Yeah. Level Nummer 4. Und boing. Ohne viel zu reden, geht es direkt weiter. Warte, hat der gerade Laser geschossen? Habe ich es gerade richtig gesehen, oder? Okay. Alles klar, ich glaube... Okay, wir warten, bis die Laser weg sind. Und jetzt an ihm vorbei. Ja, sehr, sehr gut. Boah, Junge, jetzt haben wir einfach Laserauge des Schießen. Warte mal, nee, Laserschießende Augen, so. Jetzt haben wir es und... Oh mein Gott, tut mir leid, ich muss einmal durch. Wow. Einfach durchhüpfen, einfach durchping und direkt zum nächsten Checkpoint gehen. So, hier haben wir ein weiteres Auge am Start. Der ist zwar nicht so relativ langsam, aber kann dafür hochspringen. Alles klar, Minecart. Gut, und wow, aber nicht rennen. Ja, wir hatten keine Chance. Da war kein Minecart, aber wir mussten auch weg vom Auge. So, wo haben wir das Minecart? Ah, das ist da. Entschuldigen Sie, können Sie bitte kurz warten? Wir müssen einmal kurz auf das Minecart warten. Da kommt das Ganze. Hier steht auch schon. Minecart, gut. Kein Minecart, schlecht. Und oh, wir haben es. Wir haben das Minecart und dann würde ich sagen, Freunde, ob geht es. Düt. Schneller. Können wir nicht schneller irgendwie fahren? Anscheinend nicht. An allen Augen vorbei. Ja, die gucken hier schon auf uns. Und perfekt. Da haben wir auch das erfolgreich bestanden. So, weiter geht es. Hier natürlich den Lasern ausweichen hier auf dem Boden. So, aber okay, das ist kein Problem, muss ich sagen. Die Level und oha, was geht denn jetzt ab? Einfach springen. Einfach durchspringen. Wie viele sind das denn? Ja, alles klar. Tut mir leid, ich muss durch. Schönen guten Tag. Perfekt. Ich müsste einmal durch. Und oh, was ist das denn für eine lange Kette jetzt? Perfekt. Immer auf den richtigen Moment warten. Und dann sollte das Ganze auch hier kein Problemo sein für uns. Und es geht weiter wieder mit Minecraft. Finde den richtigen Moment, um auf den Wagen zu kommen, ohne dass das Auge dich sieht. Du kannst Pause einlegen und hinter den braunen Wänden... Versteckt bleib. Hä? Was war das denn jetzt? Ich verstehe schon. Und wo ist denn das braune Auge? Hier rechts? Links oder so? Wir steigen einfach mal ein und ab geht es. Okay, da haben wir das Ganze. Ah, geschafft da. Habt ihr es gesehen? Da war es kurz da. Lass mich doch kurz einsteigen. Er fährt einfach ohne uns los. Das bedeutet, das Auge wird jetzt da aufploppen. Warte mal, können wir einsteigen? Vielleicht schnell. Und jetzt... Oh!
Nein, verstecken wir uns hinter der Wand. Wie knapp war das Ganze denn? So, jetzt, Freunde, wir warten vielleicht. Obwohl, komm, wir riskieren's. Und, wo ist das Auge? Okay, jetzt warten wir hinter. Der Braunwand, da war es kurz. Hey, es war doch kurz da. Das ist ja ultra schwierig, muss ich sagen. So, da war es kurz. So, jetzt soll ich mir schaffen. Ab geht es. Fahr schneller. Gib Gummi, Junge. Und jetzt verstecken wir uns ein weiteres Mal hinter der braunen Wand. Wir warten. Komm, schau doch. Öffne deine Äuglein, Kollege. Und, okay, da ist sie. Und jetzt. Jetzt ab geht es auf. Nein! Oh mein Gott, als ob. Das ist nicht passiert. Und jetzt aber. Komm schon. Gib Gas. Und okay, versteck uns nochmal hier. Ich weiß nicht, ob das Auge kommt, aber eigentlich nicht, ne? Okay, wir können durch. Wir können durchrennen. Jemand wartet auf dich in der Phase 5. Du kannst ein paar Leute mitbringen, um es herauszufordern. Und. Ah, wir brauchen jetzt hier mehrere Spiele. Jo, wir sind zu zweit. Ab geht es. Okay. Sehr, sehr gut. Und zwei Spieler. Und wir werden teleportiert. Kollege, du bist leider zu spät. Level 5. Oh, das bedeutet, Level 4 haben wir jetzt auch erfolgreich abgeschlossen. Und erklimme die Treppe und überlebe 120 Sekunden gegen Raketen. Alles klar. Und jo, das ist einfach so eine Fledermaus. Oh, guck mal, wir können schon losrennen. Ab geht es. Hey, der ist schon vor uns losgerannt. Wir müssen jetzt hier Raketen überleben. Schießt er die hier runter oder wie? Alles klar. Wir gehen mal nach unten. Wir haben jetzt hier Gabba. Nein, er ist runtergefallen, der Kollege. Hey, na? Alles klar, schönen guten Tag. Ich habe gehört, sie schießen Raketen oder irgendwie sowas. Und müssen wir jetzt ausweichen. Jo! Okay, er fliegt hier rum von einem Ort zum anderen Ort hier. Und ich glaube, er probiert uns irgendwie zu treffen. Und wir müssen den Raketen jetzt hier ausweichen. Und es verliert, oh mein Gott, immer mehr Leben. Mal schauen, ob wir diesen Bossfight jetzt hier zusammen gewinnen werden. Oh mein Gott, okay. Alles klar. Wo ist eigentlich der andere Spieler, Freund? Ist er irgendwo unten? Ich weiß nicht. Und okay, hier kommen die Raketen. Oh, links. Nein, er hat uns getroffen. Eine Rakete hat uns tatsächlich getroffen. Von allen Seiten kommen sie jetzt hier angeflogen. Das ist wirklich ultra schwierig. Aber wir müssen es schaffen, dass sein Leben bald hier weg ist. So, von vorne. Wow, von hinten. Wow, von überall. Wow, links, rechts, geradeaus. Von jeder einzelnen Richtung kommt eine Rakete angeflogen. Aber die Hälfte ist weg. Die Hälfte von seinem Leben ist weg. Das ist unsere Chance. Das ist, Chance, ihm zu besiegen. Wir dürfen uns aber bloß nicht treffen lassen. Ich glaube, wenn wir uns von zwei Raketen oder so allein nur treffen lassen würden, dann wäre schon, vorbei. Ja, okay, gut. Wir machen das gut, sehr, sehr gut. So, wo ist er? Oh, der fliegt hier hin und her die ganze Zeit. Was ein krasser Boss. Das könnte es sein. Das könnte die letzte Runde sein. Schaut auf sein Leben, wie wenig Leben er noch hat. Okay, ist das alles? Du kannst ihn gar nicht treffen. Du hast dich nur einmal getroffen bis jetzt. Was ein Noob, Junge. Und das glaube ich jetzt aber wirklich die finale Runde. Wir haben ihn besiegt. Yeah, das Auge haben wir jetzt zerstört. Und das bedeutet, war das das Level? Ah, das war Level 5. Das war so ein kleiner Mini-Boss oder irgendwie sowas, glaube ich. Sehr, sehr gut. Das bedeutet, da haben wir Level 5 bestanden. Und wir machen weiter mit Level 6. Und es gibt hier noch Stufe 9, gibt es hier anscheinend auch noch. Interessant. So, links oder rechts? Müssen wir jetzt hier eine richtige Entscheidung treffen? Okay, rechts geht es, glaube ich, nicht entlang. Nee, ich komme nicht zu dem hier. Alles gut, wir gehen lieber hier den linken Weg entlang. Mal schauen, was für Augen hier warten. Ah, das schnelle Auge, aber was nicht springen kann. Das bedeutet, wir müssen schnell... Nein, einmal hat es uns getroffen, leider. Aber, oh, nein, was macht der denn hier? Laufen. Ja, ich laufe. Ich laufe. Boah, war das knapp und oh nein. Jetzt haben wir hier in diesem Level alle kombiniert. So, alles klar. Jo, der schießt überall hin mit seinen Lasern. Und jetzt, schnell. Boah, schnell hier durch. Boah, um die Ecke gehen. Und wir warten, okay, bis es aufhört. Und dann, rennen wir durch. Wie viele Augen sind denn noch? Es kommen ja hier, ultra viele. Jetzt. Und ab geht es nach unten. Nächster Checkpoint. Hallo, ich müsste einmal durch. Schönen guten Tag. Okay, die sind, glaube ich, nicht so schnell. Aber dafür können die springen, glaube ich, oder? So, was war das? Nein, einer hat uns getroffen. Nein. Zum Glück haben wir den abgehangen. Junge, war das knapp. Bitte ein Checkpoint. Jawohl. Nächster Checkpoint. Was ist das zum Teufel? Alle 10 Sekunden erscheint das goldene Auge. Normalerweise hast du keine Zeit, den ganzen Kurs zu durchlaufen. Es gibt einige versteckte Stellen an den Seiten, an denen du warten musst. Aha, das bedeutet, wir könnten theoretisch probieren, durchzulaufen. Mal schauen, vielleicht schaffen wir es. Aber wir können hier, an den Seiten warten. Und dann sieht es uns anscheinend nicht hier. Ich verstehe schon. So, dann würde ich sagen, geht es hier ablang. So, dann warten wir wieder hier. Sieht uns das jetzt hier an den Seiten? Da ist es. Und jawohl, jetzt ist es weg. Unsere Chance. Nein! Ey, das kann nicht sein.
Ich habe zwei Sprünge auf einmal gemacht. Nein, sonst hätten wir es hier fast first try das Ganze geschafft. So, an der Seite kurz warten. Perfekt, sehr, sehr gut. Wie ein Profi. Dann warten wir noch hier auf die Seite. Wo kommt es? Hey, Auge und ja, und es ist weg. So, und jetzt nicht hier den gleichen Fehler nochmal machen. Jawohl, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Level 7 schon. Oh, alles klar. So, das geht jetzt schnell, muss ich sagen. Das sechste Level. Wir machen weiter mit Level 7. Vergiss die Spiel nicht zu vereiteln. Ja, mache ich. Ich gebe dem Spiel einen Daumen nach oben da. Oh ja. Wie ihr natürlich auch das Video liken solltet, Freunde. Und wir machen in der Zeit weiter mit Stufe 7. Ah, wo sind wir denn jetzt angekommen? In irgendeinem Unterwasser-Level. Cool. Okay, was müssen wir machen? Wir dürfen nicht gegen die Laser anscheinend. So, können wir da vorbeispringen oder so? Boing. Aha, wir müssen drüber, also wie ein Delfin. Müssen wir drüber springen. Habt ihr das gesehen? Da sind jetzt einfach... Nein, Kollege, bitte nicht. Wir müssen runter. Da waren einfach schwimmende, ihr seht es, schwimmende Augen. Unter Wasser, gluck, gluck, gluck. Ich bin auch ein Auge. Ja, ich gehöre zu euch. Wir tun einfach so, oh, als wären wir auch ein Auge. Nein, es hat uns einer getroffen. Schnell, wir schwimmen nach oben. Schnell. Ja. Wir sind oben. Und haben den nächsten, Checkpoint. Hallo? Was geht da ab? Die chillen hier ihr Leben einfach. Ja, wieso nicht? Auch Augen brauchen mal Urlaub, ne? Ganz, ganz wichtig. Und, yo, jetzt haben wir, diese Augen, die auf ihre Gärten aufpassen. Das bedeutet, wir dürfen nicht auf die Blumen hier springen. Das bedeutet, wir müssen immer im Wasser bleiben. Da hinten ist das Ziel. Ihr seht es. So, wir schwimmen weiter. Alles gut, ich gehe nicht auf ihre Blumen. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich schwimme nur meine Runden, schaue mich hier ein bisschen um. Und, okay, das ist das Ziel. Wir haben noch ein letztes Auge vor uns. Okay, ich glaube, wenn wir so springen, sind wir ein bisschen schneller. Kann das sein? Boing, boing. Dann springen wir jetzt hier, schnell durch. Bevor uns die Augen, kriegen. Wo sind wir? Hallo? Wir schwimmen einfach mal, ja, durch den Wasserfall durch. Und, oh, wir haben ein neues Auge. It is rare to, ja, wieso ist es jetzt auf einmal Englisch, ey? Wir haben also ein Unterwasserauge, ein weiteres. Und das kann uns anscheinend überall sehen. Außer in gewissen Stellen. Wir müssen jetzt hier genau aufpassen. Und hinter welchen Stellen es uns sehen kann. Wo ist es denn? Es ist hier, oh mein Gott, unter Wasser. Oh Gott, Freunde, mein Kopf dreht sich. Und ich glaube, wir müssen immer hier so... hier zum Beispiel. Hier können wir zum Beispiel uns verstecken vor dem Unterwasser. Oh, oder hier. Let's go. Ist mal kurz da. Okay, weiter geht es. Oh mein Gott. So viele bunte Blubberblasen. So, hier können wir uns auch verstecken. Alles dreht sich. Wo ist das Auge? Ich weiß nicht, hat das geguckt? Wir schwimmen mal weiter. Von wo kommen wir überhaupt? Verdammt nochmal. Nein. Es hat uns gesehen. Boah, okay, das ist hart. Das ist jetzt hart. Vor allem, das Schwierige ist auch, weil sich alles auch hier dreht und was... Das Auge hat uns erwischt. Das Auge hat uns ein weiteres Mal erwischt. Ich kann gar nicht so lang meine Luft anhalten. So, wir müssen in irgendeinen Spot, wo uns das Auge nicht sieht. Jawohl, wir schwimmen weiter. Hier, wir bleiben einfach mal hier. Das Problem ist, wir sehen auch gar nicht, wann das Auge guckt oder sowas. Jetzt vielleicht? Auf gut Glück. Und schnell wieder in ein Loch reinspringen. Okay, ich glaube... Oh, da war es kurz. Habt ihr es gesehen? Schnell. Ein letztes Mal noch vielleicht noch in eine Lücke. Ja. Okay. Wir machen das gut. Okay, ich glaube, einer wurde erledigt. Wohin müssen wir? Hier, oder? Hier entlang? Bitte. Ja, wir haben es. Das Unterwasserlevel haben wir auch erfolgreich bestanden. Junge. Okay, das war krass bis jetzt. Weiter geht es mit Level 8. Stufe Nummer 8. Jetzt kommen wir langsam. Oh mein Gott, was ist das? Zu den harten Level. Tipp. Spam-Sprung auf drehenden Teil. Okay. So, jetzt haben wir diese Augen hier. Was geht denn jetzt ab? Was passiert? Wir sind jetzt in der Wüste und hier sind anscheinend solche... Wow! Was? Wirbelstürme? Und wir werden runter in das Treibsand oder sowas fallen. Junge, jetzt wird es hart. Jetzt wird es ultra. Wir haben hier neue Augen freigeschaltet. Nämlich hier diese Sandaugen oder irgendwie sowas. So, wir springen. Ja, okay. Der Tipp hat geklappt. Weiter geht's. Rennen. Und sehr, sehr gut. Und okay, Checkpoint. Boah, ich dachte, wir müssen alles ohne Checkpoint hier durchrennen. Boah, wir werden aber richtig hier durchgewüdelt. Durchgewirbelt und gewüdelt oder was weiß ich. Junge, wie schnell. Ey, wir kommen nicht drauf. Wir kommen hier nicht. Jawohl, auf die Plattform drauf. Wohin müssen wir? Hierhin? Sind wir richtig? Ich weiß es nicht. Wir rennen einfach mal weiter. Ich glaube, ja, sieht so aus, oder? Was ging denn da ab? Was ein heftiger Parcours und so. Checkpoint und... Oh mein Gott, es wird immer schneller. Au, wir sind auf dem Auge gelandet. Sorry, wenn es wehgetan hat. Und, Alter, was ist das? Was ist das? Wir müssen da jetzt hier runter, um zum Checkpoint zu kommen. In der Mitte ist. Alles klar, Freunde, würde ich sagen. Oh, jetzt. Ja, wir haben ihn. Wir haben den Checkpoint. Was müssen wir jetzt tun als nächstes? Tipp, lass dich dank der Kraft der Whirlpools, die weiter weglanden, ausstoßen. Okay, links oder rechts, Freunde? Hier links ist ein Checkpoint.
Dann würde ich sagen, wir müssen uns da boosten lassen. Oh mein Gott, was passiert hier? Nein, wir müssen jetzt auf die andere Seite. Jo, boosten lassen, okay. Das ging einfacher als gedacht, muss ich sagen. Was ein Speedrun. Und was, wir haben jetzt kleine Augen. Oh, wie süß. Ey, die springen einfach rüber. Wie süß, wollte ich gerade sagen. Oh nein, wir haben jetzt hier kleine Äuglein am Start. Nein, Leute. Wir können über alles reden. Wie viele Babys sind das? Das sind die Babys der Augenarmee hier. Oh nein, wo müssen wir? Okay, hier rechts. Oh mein Gott, wie viele. Alter, das sind ja übelst viele. Hier rechts hoch. Okay. So, jetzt können wir nicht auf die Pyramide. Oh, wir können auf die Pyramide drauf. Sehr, sehr gut. Oh nein. Komm schon. Oh, aus den Röhren kommen die roten Augen. Können wir hier durch? Hallo? Jo, wir sind durch. Ey, der kommt mit durch. Ey, Kollege, ich bin nicht dein Papa. Lass mich bitte hier. Oh, schnell weiter. Oh, wir haben ein neues Auge. Was macht das denn? Ah, es geht hier vorwärts. Es kommt auch aus diesem Rohr da raus. Und wir müssen natürlich hier warten. So an der Seite. Und jetzt. Hier perfekt vorbei. Und noch ein letztes Mal warten wir vielleicht noch. Obwohl, kommen wir probieren es. Oh, es hat uns getroffen. Aber wir haben es gerade noch so überlebt. Yeah. Und ich hoffe, wir kriegen es noch einen nächsten Checkpoint. Da ist der Checkpoint. Oh, heiliger Checkpoint. Ab geht es. Ah, hier wieder ein neues Auge. Das ist das aggressivste Auge im Spiel, das alle 3 Sekunden schaut. Du musst schnell sein. Du kannst dich an den Seiten verstecken oder von der sich schnell drehenden Plattform angetrieben werden. Das aggressivste Auge. Das hört sich krass an. Das ist... Was? Es sieht mich durch den Vorhang. Guck. Warte mal, wenn wir jetzt hier stehen bleiben. Ah, nee, okay. Doch, es sieht uns. Was? Okay, was ist jetzt hier? Ist hier noch irgendwas oder müssen wir da entlang gehen? Ich weiß nicht. Lass uns erstmal hier das Labyrinth hier machen, bevor wir jetzt hier zu kommen. Yo, was geht denn hier? Ah, hier können wir... Anscheinend nicht durch. Ich glaube, wir müssen dann wahrscheinlich erstmal das aggressive Auge. Ihr habt es gehört. Das aggressivste Auge im ganzen Game. Das ist jetzt wahrscheinlich der Endgegner oder irgendwie sowas. Okay. Und da ist es. Alle 3 Sekunden ploppt es auf. Und wir können uns hier an den Seiten verstecken. Da ist es. Okay, es ist weg. Oh, es ist. Was? Habt ihr das gesehen? Es war weg. Und dann ist es einfach wieder gekommen. Oh. Nein, es hat uns gesehen. Es hat uns wieder gesehen. So, wir warten jetzt am besten hier unten. Das ist so. Es ist aufgeploppt. Hä? Es sieht uns sogar hier unten. Junge, was ist denn für ein OP-Auge hier? Oh, hat es uns gesehen? Nee, okay. So, schnell weiter. Wow, wir wurden gut geboostet. Jetzt warten wir um die... Was? Das ist unmöglich. Das ist ein OP-Auge. Wie kann uns das denn in der Ecke sehen? Wir stehen noch hinter der Ecke. Ey, ach so, ich vergesse immer wieder, dass uns das da auch sieht. Natürlich, überall... Überall werden wir gesehen, egal wo wir stehen. Guck, er rennt einfach los und wird direkt gesehen. Wir warten hier. Okay, jetzt ploppt es auf. Und, Kollege, das war's mit dir. Du wurdest erwischt. Von dem Mega-Auge. Ja, wir stehen. Okay, es poppt wieder auf. Jawohl. Jetzt. Weiter. So, wir machen safe. Machen jetzt ganz safe. Und es ploppt nochmal auf. Jetzt. Ah, Freunde, komm schon. Was? Wir haben es geschafft. Ich dachte kurz, wir wurden auch noch erledigt. Aber wir sind gerade in der letzten Millisekunde in die nächste Stufe. Level 9. Oh mein Gott. Ab geht es. Wow. Wie hoch sind wir gesprungen gerade? Alles klar. Oh nein. Nicht diese Baby-Augen schon wieder. Was geht denn hier ab? Nein. Wir müssen jetzt hier an den Baby-Augen vorbei. Und hä? Und alles dreht sich hier und wir dürfen nicht auf die Laser, wir müssen auf die Babyaugen aufpassen, wir müssen wirklich auf alles mögliche aufpassen. Können wir den vielleicht so unlocken oder sowas? Nee, so, okay. Hä? Von was haben wir erledigt? Oder sind wir One-Hit auf die Laser? Warte mal, Freunde. Ah, wir dürfen die Laser anscheinend gar nicht berühren. Das wird übelst hart. So, okay, wir rennen. Ah, ich glaube, ohne zu springen ist, glaube ich, die bessere Wahl. Ja, das hat geklappt. Das hat jetzt First Try geklappt. Aber die Babyaugen, die kommen einfach. Leute, ich bin nicht euer Papa. Geht weg, lasst mich bitte in Ruhe. Und wir sind jetzt hier im nächsten Biom angekommen oder sowas. Es gibt ein grünes Auge. Oh, ein lilanes Auge. Das erinnert mich ein bisschen ans End oder sowas. Das sieht aus wie so ein Enderauge hier. So in komplett... Oh, grün. Oh, nein, bitte. Wir haben es geschafft. Eine Super Mario-Röhre. It's a me, Mario. Din. Und da haben wir es geschafft. Und was? Wo ist der Ausgang? Ah, wir müssen uns für eine richtige Röhre entscheiden. Okay, Freunde. Die goldene Mitte. Es ist lila, Freunde. Wie wir. Und was? Das? Es hat geklappt. Als ob. First try. Ja, lila ist immer die richtige Farbe, Freunde. Merkt euch das. Oh ja, hätte ich gar nicht gedacht. Also, natürlich hätte ich es gedacht. Und was ist denn mit dem? Der guckt hier in 2 verschiedene Richtungen die Augen. Das sieht ja lustig aus. Einfach drüber gesprungen. Oh mein Gott, schau mal, wie wenig Leben wir noch haben. Ich glaube, jetzt dürfen wir wahrscheinlich nicht... Hä? Auf seine Erde springen, dachte ich. Mist. Ich dachte, wir mir einfach an ihm vorbeispringen. Dann wird das Ganze schon klappen. So, komm her. Wir locken die an.
Und, ah, einmal hat er uns getroffen. Kein Problem. So, wie sollen wir jetzt an dem Kollegen vorbei? Was? Junge, wie schwierig ist das denn? So, an dem Kollegen vorbeizukommen ist easy. Der macht einfach gar nichts. Ich glaube, der schläft einfach mit offenen Augen hier. So, an den vorbeikommen. Ja, er trifft uns immer wieder. So, jetzt müssen wir an diesem Cowboy. Nein, 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 nein. Was? Vorbei? Wie aggressiv. Er greift uns instant an, obwohl wir nicht mal was gemacht haben. Ah, jetzt ist der lebt auch wieder und fällt direkt runter. Jo, wir sind einfach im Weltall, sehe ich gerade. Da ist die Erde unter uns. Okay, das ist krass. Das ist krass. So, wir springen. Okay, drüber. Wir haben keinen Damage bekommen. Sehr, sehr gut. Warte mal, hier ist ein Stern. Können wir den einsammeln? Nee, wir sind aber wirklich im Weltall. Wir sind One-Hit. Der One-Hittet uns einfach. Okay, geben wir noch einen Try. Noch einen Versuch. Jetzt werden wir es hoffentlich schaffen, irgendwie an dem vorbeizukommen. So, hier haben wir es geschafft, aber der macht uns immer One-Hit. Was sollen wir tun? Können wir einfach hier so rechts vorbei? Nein. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind ihm so ausgewichen. Guck mal, wir warten vielleicht ein bisschen. Hey, Kollege. Na, alles klar. Und jetzt, jawohl, wir weichen ihm aus. Wir weichen ihm aus. Auch hier. Und, ja, wir haben es. Okay, der Letzte. Er hat ein Schwert in der Hand. Bitte mach kein Auge, Kollege. Ich muss hier einmal durch. Und, oh mein Gott, er greift uns an. Er greift uns da mit dem Schwert an. Schnell, schnell, schnell hier durch. Oh. Schnell hier weiter. Und ab geht es durch das Rohr. Das war jetzt hart. Bitte lesen. Und dies ist die letzte Stufe vor dem echten Kampf. In dieser Phase rennst du gegen Blue Eye Surfer. Du kannst nicht schwimmen, wenn er nicht am Start ist. Jedes Rennen dauert etwa 45 Sekunden. Du verlierst das Rennen, wenn sich das blaue Auge verdoppelt, indem du das Wasser verlässt. Okay, du startest 6 Sekunden vor dem blauen Auge und wir müssen jetzt hier ganz, ganz schnell... Oh, alles klar, das hat nicht gut geklappt. Hä? Okay, ich glaube, ich hab irgendwas nicht gecheckt. Wir haben hier einen... Oh, Wassertunnel. Wie krass sieht das denn aus? Wir müssen jetzt hier... Ah, vor dem blauen Auge hier... Ah, wegschwimmen. So, wir speeden hier durch und... Hä? Ah, man kann durchfallen. Man kann also durch das Wasser durchfallen. Wir warten. Oh, hier kommen Blubberblasen raus. So, wir warten kurz. Und jetzt? Jetzt... Ja, oh, perfekt. Genau war das Ganze falsch. Hä? Was sollen wir denn machen? Jetzt können wir probieren, loszuschwimmen. So, ab geht es und... Wo müssen wir lang? Okay, links hier. Und wir machen jetzt hier ein Schwimmduell anscheinend gegen das blaue Auge. So, hier links ab nach oben. Da ist es. Oh nein, dürfen wir es berühren? Ich weiß nicht. Oh, nach unten, ab geht es. Ich glaube, wir sind gut dabei. Wir sind bis jetzt sehr, sehr gut dabei. Los, los, los. Gib Gummi, Junge. Gib Gummi. Nein, das ist das blaue Auge. Ihr habt es gesehen. Das Unterwasserauge. So, wohin müssen wir? Ah, nach oben anscheinend. Hier rechts sind wir richtig. Und ich glaube, es darf sich nicht verdoppeln, wie am Anfang gesagt wurde. So, hier nach oben. Perfekt. Hier weiter geht es nach rechts. Das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Wo ist das Ziel? Ich krieg keine Luft mehr. Nein, wir waren so knapp davor. Und jetzt hier ab geht es, Freunde. Wir haben es geschafft. Oh yeah. Und damit geht es weiter. Und du wirst nach der Abklingzeit nicht teleportiert. Ach so, ja, alles klar. Wir teleportieren uns jetzt hier. 1 von 4 Spielern. Okay, es geht wahrscheinlich in den nächsten Bosskampf oder sowas. Oder in den letzten, Freunde. Am Anfang stand es hier beim Schild. Wir teleportieren uns, Freunde. Jetzt kommt es. Das riesengroße Auge wahrscheinlich. Das finale Monster-Battle. Seid ihr ready? Holt euch die Packung Popcorn und genießt jetzt das Letzte. In Wirklichkeit ist es augenreich. Unter der Kontrolle von Philippe. Rette die Augen. Was? Da bin ich. Moin, moin. Was geht ab? Und das ganze Augenreich wird kontrolliert anscheinend von diesen beiden oder irgendwie sowas. Und nur deswegen sind die Augen böse und sie sind gefangen genommen. Ihr seht es. Das ist der König und die Königin, Freunde. Und alle Augen sind gefangen genommen eigentlich und müssen auf ihn hören. Den Anführer Philippe. Oh mein Gott. Okay, was haben wir? Ah, ein Schwert. Wir können jetzt gegen ihn kämpfen anscheinend. Und das ist das finale Battle. Und nur deswegen sind die ganzen Augen so böse zu ihm. Und jo, komm her. Komm her, ich mach dich fertig, Kollege. Ab geht's. Ab geht es. Können wir es irgendwie so besiegen? Und oh nein, wir dürfen bloß nicht in die Lava fallen. Befrei, lass die ganzen Augen frei sofort. Der König, die Königin, alle sind nur böse. Wow, weil du es ihnen befehlst. Das ist wirklich sehr, sehr traurig, muss ich sagen. Aber wie können wir ihn jetzt am besten fertig machen? Er muss irgendwie, oh, zu uns kommen, ja? Okay, wir machen gut Damage. Wir stehen hier am Rand. Ja, bam. Nein. Wir sind in die Lava gefallen. Okay, kein Problem, es geht weiter. Es geht weiter, es geht, oh, direkt weiter. Wir machen ihm gut, ja, Damage hier, komm her. Er schießt zwar Laser und so, aber... Warte mal, können wir unendlich oft spawnen? Ich glaube schon. Ey, guck mal, die haben so Füße einfach und rennen uns hinterher. Komm her, Philippe, lass die Augen. Oh nein, frei und... Oh, ich glaube... Ah, wir haben nur 3 Leben insgesamt. Okay, ich verstehe. Nächster Versuch. Wir testen es wieder aus. Oh mein Gott, schau euch das Ganze an. Wir haben sogar noch einen zweiten Mitspieler am Start. Los, mach was. Mach was. Okay, sein kleines Auge greift uns hier an. Das goldene Feld oder irgendwie sowas, wie auch immer der heißt. So, ab geht es. Okay, um den kümmern wir uns. Oh, er schießt Laser. So, wir bleiben an den Seiten immer schön. Sehr, sehr gut. Und jetzt...
Okay, jetzt unsere Chance, ihn zu besiegen. Ab geht es. Bäm, bäm, bäm. Wir machen ihn fertig. Wir schlagen hier weiter mit dem Schwert drauf, okay? Okay, nein, er setzt die Attacke an. Schnell, schnell weg hier. Schnell zur Seite. Ab geht es. Oh, kommt er hier hoch? Oh, okay, wir sind hier sicher. Hier sind wir. Was? Safe? Nein, 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 nein. Er schießt hier weiter mit den Lasern. Oh mein Gott, er macht uns gut Damage. Er macht uns sehr, sehr gut Damage. Und der Typ steht einfach nur da. Hey, Kollege, du kannst mir gerne helfen. Und oh nein, wir sind in die Lava. Alles klar. Ah, wir leben noch. Ich glaube, wir sind, nur erledigt. Wir werden nur erledigt, wenn wir von ihm erledigt werden. Wenn wir in die Lava fallen, dann zählt das, glaube ich, nicht. Oh, schnell ausweichen. Oh nein, wie knapp ist das denn jetzt? Jetzt unsere Chance. Wir greifen wieder an. Wir greifen wieder zu. Zack, zack, zack. Er findet immer und immer mehr Leben. Wenn wir immer so weitermachen, dann, oh, schaffen wir das Ganze. Wir dürfen uns aber jetzt bloß hier nicht von seinen Lasern treffen lassen. Ist das alles, was du drauf hast? Los, befreie jetzt sofort hier alle Augen. Die ganze Augenarmee. Er steht einfach nur da und guckt mir zu. Ja, Kollege, vielen Dank für deine überaus nette Hilfe. Und komm schon, er hat nicht mehr viel Leben, aber wir haben leider auch nicht mehr viel Leben. Und, oh nein, renn weg, renn weg, renn weg. Nein, seine Armee kommt, sein kleines Mini-Auge auf zwei Beinen. Und, oh, er ist jetzt da drüben. Was macht er jetzt? Oh nein, er schießt Laser. Oh, schnell, schnell, schnell. Wir springen, weichen ihn aus. Sehr, sehr gut. Jetzt, wir haben beide nicht mehr viel Leben. Aber, Freunde, hier, Philipp Ei hat auch nicht mehr viel Leben. Komm schon, und wir haben's. Wir haben ihn besiegt. Und da ist er unten in der Lava. Und damit haben wir das Königreich der Augen gerettet. Jeden Einzelnen, alle waren nur die Diener und waren nur böse, weil er das so wollte, der Herrscher. Und da ist er, Freund, der König. Und die König, was sagen Sie? Dankeschön, dass du uns vor Philipp Ei gerettet hast. Es tut uns sehr leid, dass wir dir Probleme bereitet haben. Augen sind keine bösen Menschen. Gern geschehen, das habe ich doch gerne geschehen. Kein Problem, kein Problem, Sir. Oh yeah, Freunde. Philippes Einfluss hat unser Königreich verflucht. Viele von unseren Mitgliedern sind aggressiv geworden. Ja, alles klar. Lass uns nicht drüber nachdenken, aber ich danke dir, dass du uns gerettet hast. Dankeschön, was für wir nur ohne dich machen. Wir hätten uns Philippe stellen müssen. Ach, was ein Chaos. Kein Problem, Könige. Das mache ich doch gerne. Eines Tages wirst du wieder zurückkommen zu uns, weil es vielleicht eine neue Bedrohung geben wird. Alles klar, eine neue Bedrohung. Ich hoffe, es wird so spät sein wie möglich, aber lass uns diesen friedlichen Moment genießen. Oh ja, das denke ich auch, Freunde. Wir haben es jetzt wirklich geschafft. Ja, vielen Dank. Kein Problem, kein Problem. Wir haben es geschafft und das ist der Ausgang und haben es geschafft. Ja, jawohl, wir sind dem bösen Auge jetzt tatsächlich entkommen. Das war jetzt das Game Escape Running Hedge Eyes, wo wir jede einzelne Stufe erfolgreich absolviert haben und am Ende das Königreich der Augen retten konnten. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das ist im heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santix Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin, tschüss.